Ist der Start zum siebten Rennen, großer Preis der Graubündner Kantonalbank Chur. Das Jagdrennen über 4200 Meter. Das erste Hindernis ist der englische. Mit Baracla, der gleich mal die Spitze übernimmt, vor Feu de Bois, dann Un Petron Lord und Kerlas am Schluss des Feldes. Das zweite Hindernis ist der Jan Inser, dann die Rudi-Günthardt-Hecke, der Einlaufsprung. Insgesamt 22 Hindernisse. Der Jan Inser, das zweite Hindernis. Hoch übersprungen von Un Petron Lord an dritter Stelle. Vorne ist Baracla, vor Feu de Bois, dann Un Petron Lord und Kerlas. Über die Rudi-Günthardt-Hecke insgesamt viermal zu absolvieren. Am Schluss wird das dann der Einlaufsprung sein. Das nächste ist der Käppeliwall. Den gilt es auch einmal im Jagdrennen zu absolvieren mit Baracla in gutem Tempo vor Feu de Bois, dann Un Petron Lord und am Schluss Kerlas. Über die Hürde und dann in den Bogen mit der Erdwallhecke. Kleiner Fehler von Feu de Bois und auch Kerlas, wenn ich es richtig gehört und gesehen habe. Im Bogen die Erdwallhecke und dann der Tribünensprung zweimal zu absolvieren. Mit Baracla und Thomas Bourin. Dahinter lauert Julien Lemay im Sattel von Feu de Bois. Dann Ivan Kerki mit Un Petron Lord, der mit seiner Riesengaloppade. Und am Schluss Michael Huber mit Kerla. Der Tribünensprung mit Baracla, Feu de Bois. Dann Un Petron Lord mit einem Riesensprung wieder drüber und Kerlas am Schluss des Feldes. Über die Rudi-Günthardt-Hecke, dann der Jan Inser, englische in die Gegenseite, dann wieder vor die Tribüne. Mit Baracla, der Favorit, der dem Feld den Weg zeigt. Feu de Bois an zweiter Stelle, dann Un Petron Lord, der gerne noch etwas schneller galoppieren würde. Und am Schluss Kerlas. Über den Jan Inser alles sauber drüber mit Baracla in nicht allzu schnellem Tempo vor Feu de Bois, dann Un Petron Lord und Feu de Bois. Eben Kerla am Schluss, Feu de Bois an zweiter Stelle. So ist es, zwei Weiße. Ist nicht ganz so schwierig. Vorne unverändert Baracla vor Feu de Bois, dann Un Petron Lord und Kerlas am Schluss des Feldes. Die Restaurant Glühnwald-Hecke, das 11. von 22 Hindernisse, Halbzeit. Un Petron Lord an dritter Position, vorne ist Baracla, dann folgt Feu de Bois in der Reihenfolge, wie sie schon von ganz Anfang an hier war und am Schluss galoppiert Kerlas. Wieder der Tribünensprung, das 13. Hindernis zum letzten Mal über den Tribünensprung mit Baracla vor Feu de Bois, dann Un Petron Lord und Kerlas. Tribünensprung mit Baracla vor Feu de Bois, Un Petron Lord und Kerlas. Die Rudi-Günthardt-Hecke beim nächsten Mal dann von der anderen Seite als Einlaufsprung. Jetzt wieder die bekannte Passage, Jan Inser in die diagonale Hürde, Wassergraben und nach dem Wassergraben noch fünf Hindernisse. Wer erwischt diese Wendung gut? Das ist die Frage. Wie macht das Un Petron Lord mit seiner großen Galoppade? Jetzt wird es vorne schneller. Baracla vor Feu de Bois, dann Un Petron Lord und Kerlas. Jetzt lässt es Baracla da vorne krachen. Thomas Bourin an zweiter Position, Feu de Bois mit Julien Lemay. Die anderen haben etwas Rückstand. Die anderen, das sind Ivan Kerki mit Un Petron Lord und am Schluss Kerlas mit Michael Huber. Über die Hürde und jetzt der Wassergraben. Und nach dem Wassergraben geht es von uns aus gesehen gleich nach links für die Reiter nach rechts. Wassergraben, ja, sind alle mit dabei. Vorne ist Baracla vor Feu de Bois. Dann Un Petron Lord. Ivan Kerki hat den Anschluss wieder geschafft. Und auch Kerlas auf dem kürzesten Weg innen durch noch mit dabei. Über das nächste Hindernis. Und jetzt noch vier Sprünge. Restaurant Grünwald-Hecke. Vorne ist Baracla. Jetzt drückt aber Un Petron Lord an die Seite von Feu de Bois. Feu de Bois greift ebenfalls an. Jetzt ist wichtig, dass man keine Fehler mehr macht beim Springen. Vorne ist jetzt Feu de Bois. Feu de Bois vor Baracla, dann Un Petron Lord, der versucht hier dran zu bleiben, ist aber schwierig, auch Kerla auf der Verfolgung. Vorne ist Feu de Bois. Feu de Bois, und genau jetzt, wo er gut springen sollte, macht das Un Petron Lord nicht mehr ganz so schnell. Vorne ist Feu de Bois. In zweiter Position ist es Baracla und Kerla sieht hervorragend aus da an dritter Stelle. Kann hier Michael Huber noch was ausrichten, innen durch vielleicht. Vorne Feu de Bois.
Feu de Bois vor Barakla und Kerlas an Petron Lord musste abreißen lassen. Das letzte Hindernis, die Rudi Günther-Tecke mit Feu de Bois vor Barakla und innen kommt Kerlas. Feu de Bois, Barakla, Kerlas. Feu de Bois ist vorne und Feu de Bois wird hier nicht mehr geschlagen. Feu de Bois, da muss er aber doch noch weiter reiten, dieser Julien Lemay. Feu de Bois gewinnt vor Barakla. Dann folgt Kerlas und im Petron Lord. Feu de Bois aber, der gewinnt hier. Claudia Schorno, letzten Sonntag 2 Siege, heute einen. Da ist aber ein Quartier so richtig gut in Form. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf im siebten Rennen.